Lange wurde darüber spekuliert, wann es hier eine Entscheidung gibt seitens Deutschland. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit den Informationen sehr zurückgehalten. Jetzt ist es soweit, 14 Panzer werden ausgeliefert. Was bedeutet das jetzt für die weitere Entwicklung im Krieg? Auch wenn der Entscheidungsprozess lange gedauert hat, wird am Ende das Ergebnis nicht besser. Gestern verlangten die Ukrainer von uns die Solidarität. Sie verlangten unseren Wohlstand, unseren sozialen Frieden. Heute verlangen sie Panzer. Morgen verlangen sie Kampfjets und U-Boote. Und übermorgen unsere Söhne, nämlich Soldaten. Und das ist ja in Wahrheit die logische Folge einer Involvierung seitens der Ukraine, des gesamten europäischen Raumes in einen Krieg, der dann am Ende, und die Gefahr besteht, den Dritten Weltkrieg bedeutet. Denn kein Mensch kann heute mehr sagen, nach der Entscheidung der deutschen Bundesregierung, dass Deutschland nur indirekt an diesem Krieg beteiligt ist. Es ist direkt beteiligt. Denn wenn nach 1945 erstmals wieder deutsche Panzer gegen Russland geschickt werden, dann ist das nicht nur historisch fatal, sondern dann ist das ein Spiel mit dem Feuer. Das bedeutet, dass erstmals seit 1945 deutsche Panzer russischen Soldaten gegenüberstehen. Und ich weiß nicht, wie viel man an der Eskalationsspirale denn noch drehen muss, bis eine Reaktion aus Russland dann am Ende kommt, die für uns und für den europäischen Untergang, Kontinent, den Untergang bedeutet. Auch Russland angesprochen. Wir kennen auch die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der immer wieder appelliert hat, an die Länder nicht einzugreifen, denn er würde hier nicht zurückschrecken vor dementsprechenden Reaktionen. Denken Sie, man muss jetzt damit rechnen, dass Russland reagiert aufgrund dieser Auslieferung von Deutschland? Natürlich. Wladimir Putin ist nicht verrückt, wie wir die letzten 11 Monate geglaubt haben, sondern Wladimir Putin arbeitet mit Kalkül, ob es mir nun gefällt oder nicht. Mir gefällt auch kein Krieg in der Ukraine. Ich bin der Letzte, der das Schlachten und das Morden gutheißen könnte. Aber es ist passiert. Und es ist passiert mit Ankündigung. Im November 2021 hat Putin Joe Biden geschrieben und die Klärung, die ungeklärte Frage der Ukraine gelöst werden wollen. So. Bis heute ist keine Antwort auf diesen Brief gekommen. Im Februar, also bald in 12 Monaten, also vor 12 Monaten, erfolgte der Einmarsch der Russen in die Ukraine. Nun drehen wir weiter an einer Eskalationsspirale, die bedeutet, dass europäische Länder in einen Krieg involviert werden. Wir zwar agieren, aber die Reaktion Moskaus nicht absehen können. Denn was wird passieren? Natürlich wird Moskau reagieren und die Reaktion wird aussehen, dass es Hackerangriffe auf Europa geben wird. Möglicherweise auf unser Stromnetz, möglicherweise auf unser Internet. Nur das schaue ich mir an, wenn wir mal in den Großstädten 5 Tage ohne Strom sind, was dann für ein Chaos und für eine Anarchie ausbricht. All das ist nur ein Teil einer Eskalationsspirale und das Drehen daran. Ich bin der Meinung, der Friede braucht Lobbyisten und Diplomaten und nicht der Krieg. Dass der Rubel der amerikanischen Waffenindustrie derzeit rollt, das wissen wir. Aber noch einmal, Europa kann ja nicht für die wirtschaftlichen Erfolge der USA verantwortlich sein. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen. Warum hat Deutschland so lange gezögert und schlussendlich jetzt doch sich dafür ausgesprochen, militärische Hilfe zu leisten und diese 14 Panzer an die Ukraine auszuliefern? Weil Olaf Scholz selbst genau gewusst hat, was das historisch bedeutet, was das für Fakten schafft. Und deswegen hat er sehr lange gezögert. Er ist nur leider Gottes von seinen Koalitionspartnern, nämlich von der FDP, die ja bekanntermaßen transatlantisch agiert und im Sold der USA steht, und überraschenderweise von den Grünen hineingetrieben worden. Ausgerechnet der grüne Koalitionspartner, der noch vor 30 Jahren mit Jesus Batscheln in Berlin auf der Straße gestanden ist und für Frieden und gegen Waffen demonstriert hat, ausgerechnet dieser Koalitionspartner ist nun jener Kriegstreiber und Kriegshetzer, der Olaf Scholz als willfähriges Instrument dieser Regierung, dieser Ampelmännerregierung in Deutschland, dazu veranlasst hat, Panzer zu liefern. Olaf Scholz ist es persönlich sehr wohl bewusst, was er hier tut. Und Olaf Scholz weiß, was das für eine Reaktion auslöst. Denn auf Aktion erfolgt immer Reaktion. Und das Problem ist, dass sich für meinen Geschmack diese Eskalationsspirale schon viel zu schnell dreht und keiner mehr daran denkt, auf diplomatischen Wege einen Frieden herbeizuführen.